Hallo YouTube und willkommen zu einer neuen Folge VTS 5. Ihr wisst schon, circa 5 Minuten, wo ich das nerdige, geekige Zeug der letzten Woche zusammentrage. Fangen wir an. Es war ganz klar eine Microsoft-Woche. Microsoft hat in New York sein Windows 10 Mobile und Hardware-Event abgehalten. Und die Presse hat sich überschlagen. Ein super Event, toll gemacht, das beste Hardware-Event seit Jahren. Und ja, es stimmt, es war wirklich eine 1A tolle Show. Die haben das mit Leidenschaft rübergebracht und es hat eine Freude, also mir Freude bereitet, dazu zu gucken. Das war was ganz anderes als das Google-Event von davor der Woche. Und das zweite war, Microsoft hat auch wirklich nettes Zeug rausgebracht. Klar, vieles war bekannt, aber in Summe hat das wirklich Lust auf mehr gemacht und Microsoft kam da in Summe doch wirklich als coole Sau um die Ecke geschossen. Doch was wurde alles vorgestellt? Zuerst wurden gleich 3 neue Lumia, also Windows 10 Smartphones, vorgestellt. Lumia 950 und 950 XL, das größere von beiden mit 5,7 Zoll, das kleine dann mit 5,2 Zoll. Da gab es keine Überraschung. Ich glaube, das war alles schon vorher geleakt und nichts Großes. Also super Kameras, 4K-Videoaufnahme, USB-C als Anschluss verbaut und Top-of-the-Line-Hardware, sage ich da einfach mal. Klar, das XL noch mal ein bisschen mit mehr Bums ausgerüstet und von den Preisen dann doch auch wirklich oben 600-700 Euro anzugesiedelt. Da will natürlich Microsoft zeigen, dass auch Windows-Geräte was können und auch Windows auch High-End-Geräte herstellen kann und das sich natürlich auch mit High-End-Kohle bezahlen lässt. Es wurde aber auch überraschenderweise noch ein Lumia 550 vorgestellt. Das soll der Nachfolger der Einstiegsreihe sein. Das löst dann die 640er und 640er XL ab, kostet bei den Amis irgendwas 140 US-Dollar, also wieder ein preisgünstiges Einstiegsgerät. Das Schöne war dann aber noch, es wurde ein Smartphone-Hub vorgestellt, wovon ich seit Jahren träume. Damit kann man sein Windows 10 Smartphone mit einem Monitor verbinden, dann noch per Bluetooth Maus und Tastatur anschließen und man hat von seinem Smartphone auf seinem Rechner oder auf seinem Bildschirm dann ein vollwertiges Windows 10 laufen und kann da dann seine, Microsoft hat es mal wieder an Office demonstriert, wie man seine Office-Dokumente bearbeiten kann, aber ich kann auch meine E-Mails lesen, ich kann im Internet rumsurfen und wenn ich es dann vom Rechner wieder loslöse, habe ich all das wieder im Smartphone. Das ist was, worauf ich mich sehr, sehr, sehr freue. Dann wurde die inzwischen 4. Generation vom Surface Pro Tablet vorgestellt. Das Surface Pro 4 ist ein bisschen in der Größe gewachsen, inzwischen sind wir bei 12,3 Zoll Größe. Aber keine Angst, ältere Zusatzhardware soll weiterhin nutzbar sein, soll also die Docks. Natürlich wurden auch neue Docks vorgestellt, neue Stifte vorgestellt. Das Ganze wurde ein bisschen dünner. Das Ganze ist natürlich mehr leistungsstark. Die Geräte kommen in, glaube nächsten Monat schon bereits bei den Amis auf den Markt. Einstiegspunkt dann 900 US-Dollar. Klar, das Ganze wird bei uns natürlich ein bisschen teurer sein. Gibt es wieder in ganz verschiedenen Hardware-Ausführungen, so als Einstiegs mit Basis, aber dann auch für die Hardcore-Nutzer. Und nachdem sie dann die ganze Zeit das Surface Pro 4 als Laptop-Alternative vorgestellt haben, wer will schon Notebook, wenn er halt ein Tablet mit Tastatur haben kann, 2 Geräte in einem. Was wurde dann präsentiert? Genau, ein Surface Notebook. Darauf haben wir lange gewartet und ich freue mich und für mich was mit das Highlight dieser Präsentation, wobei mein Smartphone als Rechner zu benutzen, finde ich glaube ich doch noch in Summe viel cooler als halt so ein Notebook von Microsoft. Und zumal es ist ja gar kein nur Notebook, sondern auch hier handelt es sich wieder um ein 2-in-1 Gerät. Ich kann das Display wieder loslösen und als Tablet benutzen. Das Ganze hat eine interessante Größe, 10,5 Zoll und einen noch interessanteren Formfaktor, wieder diese 3:2 Formfaktor. Das ist dann im Tablet-Modus auch hochkant um einiges besser, als wenn man dann so ein 16:9 Gerät hat, wenn man das hochkant benutzt. Das ist irgendwie im Tablet-Modus nicht wirklich geeignet. Da haben viele geschrien über diese Surface Book. Wow, was eine geile Nummer. Und ja, sie haben es nett präsentiert, die Materialien. Sie haben einen Verschluss, die Tastatur ist hochwertig. Ist halt nicht so ein labbriges Surface-Type-Tastatur-Cover-Teil, sondern eine richtige Tastatur. Und das Ganze hat einen tollen Verschluss, so ein Gliederarmband, sage ich einfach mal. Man kann es nach hinten klappen und dann hat dann wieder, also ich sag mal, die Tastatur auf der Rückseite und benutzt dann den Screen wieder als Tablet. Das Ganze wiegt dann zusammen aber 1,5 Kilo. Naja, da löse ich doch lieber wieder das Display. Das wiegt nur 730 Gramm und benutze das dann nur als Notebook. Dann wurde noch was präsentiert zu HoloLens, dieser Augmented Reality Brille. Da haben sie wieder eine coole Roboterschlacht-Präsentation abgehalten. Naja, und jetzt wurde zum ersten Mal Preise genannt. Und zwar nächstes Jahr gibt es die Dev-Version, also für die Developer zu kaufen, ab 3000 US-Dollar. Da sieht man natürlich, in welche Richtung die Reise hingeht.
Da kann man sich ja noch diskutieren, ob das schon ein günstiger Preis ist, ob Microsoft den irgendwie noch subventioniert, damit viele Developer da die Hände dran kriegen, um da Zeug für zu programmieren, oder ob das schon ein Hinweis ist, wie teuer das Ding dann am Ende in dem Laden stehen wird. Ich bin mal sehr gespannt. Dann gab es noch die Hinweise darauf, dass Windows 10 Mobile eher im Dezember mit den neuen Geräten dann auch ausgeliefert wird. Also alle, die updaten wollen bei ihren Geräten und da nicht irgendwie Pre-Built Developer-Version nehmen wollen, sondern ganz normale Updates, ihr müsst euch noch bis Dezember gedulden. Microsoft war aber nicht der einzige Dino, der diese Woche etwas Neues vorgestellt hat. Nein, es gab da nämlich noch BlackBerry. Ja, die gibt es immer noch. Die haben ihr neues High-End-Smartphone präsentiert, das BlackBerry Priv. 5,4 Zoll Gerät, Hardware vom Feinsten, 4K-Videoaufnahme und. Das Interessante an dem Gerät sind aber zwei Punkte. Nummer 1, es ist das erste BlackBerry-Gerät, das mit Android ausgeliefert wird. Ja, BlackBerry setzt endlich auf Android. Bin ja mal sehr gespannt, ob sie vielleicht in Zukunft auch noch auf Windows setzen werden und vor allem, wie sie das Ganze dann trennen. BlackBerry sagt, das Priv, das steht nicht nur für steht für Privacy und Privilege, also privilegiert und Privatsphäre. Wer sich das wieder ausgedacht hat als Namensgebung, naja. Und gerade bei BlackBerry wird ja der Datenschutz groß geschrieben. Zumindest versuchen sie es, auch bei Firmenkunden. Und wenn sie da jetzt mit Android kommen, ich bin mal sehr gespannt, wie sie das Ganze verkaufen werden. Und der zweite Punkt beim Priv ist, es hat natürlich wieder eine Tastatur. Es ist ein Slider, man kann es rausziehen, dann wird das ganze Gerät eine Gans, also wirklich lang. Aber das werden viele verschmerzen, denn wenn sie wieder vernünftige Tasten, richtige Tasten zum Tippen haben, das ist was für die BlackBerry-Friends. Und wenn das Ganze jetzt mit normalen Android rauskommt, also ich glaube mal, da werden sich viele Öhrchen aufstellen. Der EuGH, der Europäische Gerichtshof, hat mal wieder ein Urteil gefällt. Und zwar geht es diesmal um Safe Harbor. Das ist das Datenaustauschabkommen zwischen Europa und den USA. Und das wurde in seiner derzeitigen Form für nichtig erklärt. Ganz konkret stört man sich da an zwei Punkten. Nummer eins sagt man, diese Massendatenüberwachung, wie es die NSA, wie die Amis es betreiben, das verstößt gegen den Datenschutz. Das verstößt gegen die Grundrechte, so wie sie in Europa vorhanden sind. Das geht viel, viel, viel zu weit. Das darf so nicht sein. Das zweite, das aber viel konkretere, ist, dass die Richter gesagt haben, es gibt ja gar keine Kontrollinstanz, die überprüfen kann, ob europäische Datenschutzrichtlinien oder ob das Ganze überhaupt eingehalten wird, ob europäische Daten in den USA überhaupt sicher sind. Und das durfte die EU-Kommission gar nicht machen, da nationales Recht oder Datenschutzrecht auf diese Art und Weise irgendwie aushebeln, umgehen oder so, wie man es jetzt macht. Jetzt natürlich die große Frage, was kommt als nächstes? Ich behaupte einfach mal, die werden einfach neues Datenschutz Abkommen aushandeln oder es ist total utopisch, dass jetzt irgendwie Facebook keine Daten mehr sammelt oder Daten nicht mehr in die USA weiterschickt. Natürlich werden die das weitermachen. Das ist deren Geschäftsmodell und nicht nur Facebook, alle anderen großen Unternehmen natürlich auch. Ich bin mal sehr gespannt, worauf sich da in Zukunft geeinigt wird und ob irgendwie jetzt was Konkretes oder was konkret jetzt überhaupt passieren wird. Die Star Wars Nerds und Gamer freuen sich. Seit einigen Tagen ist sie da. Die große Star Wars Battlefront Beta, offene Phase, ist gestartet. Auf der PS4, auf der Xbox waren. Überall wird derzeit Star Wars gezockt. Nur das arme kleine Technik-Faultier nicht, denn das hat überhaupt gar keine Zeit und muss sich von all seinen Freunden anhören, wie toll das alles ist, was für Star Wars-Feeling da aufkommt. Natürlich ist es noch eine Beta, aber allein, dass das Ganze in so einem Star Wars-Setting-Setup spielt, ist einfach toll. Also jeder, der es drauf Lust hat, schmeißt euch, begebt euch in die Open Beta Star Wars Battlefront. Jetzt ist sie da. Meinen Film der Woche habe ich noch gar nicht gesehen, denn ich gehe gleich ins Kino, denn Der Marsianer ist angelaufen. Das Buch hatte ich hier ja auch empfohlen. Und alle, die bisher drin waren und das Buch schon kannten, die waren etwas, naja, war ganz gut, hätte man aber besser umsetzen können. Und alle, die das Buch noch nicht kannten und den Film schon gesehen haben aus meinem Freundeskreis, haben gesagt, boah, krasse Geschichte, was ein Wahnsinnsfilm. Ich werde ihn mir jetzt gleich angucken. Leider in 3D. Es gibt ihn aber auch in 2D. Der spielt aber eher nur nachmittags, deswegen ich stürze mich ins letzte Abenteuer und hier der Hinweis, Der Marsianer jetzt im Kino. Ein altes QWERTY-Shirt habe ich diesmal nicht an, sondern mal wieder ein altes Threadless-T-Shirt mit dem Cookie-Monster und dem armen kleinen Keks. So, das soll es gewesen sein. Faultiers 5, Folge 204 ist vorbei. Euch allen schönen Start in die Woche. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!